Rahmen einer vierteljährlichen Überprüfung meines Elektroequips für den Backortfall möchte ich euch einiges davon vorstellen. Klar, zuerst prüfe ich jedes einzelne Akku durch. Machen wir jetzt nur exemplarisch an einen, ob der Ladezustand passt. Der hier ist schon mal in Ordnung. Der hier auch. Ich habe nur Doppel-AA oder Triple-A-Akkus. Können also fast alle nachgeladen, bis es ausschaut. Ich prüfe die alle das Vierteljahr einmal. Durch die Selbstentladung. Ja. Werden nicht besser, ich will euch das jetzt ersparen, die alle durchzumessen. Ich habe jetzt mal vier gefunden, die geladen werden müssen. Wie gesagt, ich habe diese AAA und die AA, davon habe ich mehrere Sätze. Alle durchnummeriert, damit ich dann auch eine Statistik führen kann, welcher Akku gut ist, welcher Akku schlecht ist. Ich habe mir jetzt vielleicht mal zum Laden unterwegs zu kommen. Natürlich habe ich hier auch ein Ladegerät. Die sind, kann man Doppel-A und Triple-A Akkus laden. Sind beides von der gleichen Firma. Das eine ist neuer, das ist älter. Funktionieren beide mit USB oder USB-C. Und ja, da legt man ganz einfach die Akkus ein. Dann braucht man die Möglichkeit, von etwas zu laden, und unterwegs habe ich mehrere Powerbänke dabei. In jeder dieser Fahrt Panels 36 Watt und 25 Watt habe ich eine Powerbank, die man zugleich laden und entladen kann. Also in dem Fall will ich sie auch entladen, sodass hier mal alles wieder frisch aufgeladen werden kann. Ja. Stecke mich hier an. Und schon prüft das Gerät die Akkus. Das ist das Schöne an den Geräten. Die prüfen die Akkus rote, wechseln das auf grün, werden sie geladen. Wechseln das auf rot, ist der Akku defekt oder tief entladen. Wenn das Blinken aufhört und grün steht, dann sind sie vollgeladen. Da ich ja gleich zwei dieser schönen Powerbänke habe. Ja, hier sind die restlichen zwei Powerbänke drin. Alles in wasserdichten Behältnissen. Auch gleich mit einem Silikakissen versehen. Einem Kabel. Und ja, dann stecke mir gleich das nächste an. Machen mit den Akkus weiter, die ich angefangen habe. Da blinkt jetzt halt oben die Reihe, nicht unten. Ah ja. Aha. Da sieht man schon, dieser eine Akku, der blinkt rot. Das heißt, eigentlich ist der jetzt tief entladen oder defekt. Die legen wir mal zur Seite und laden hier. Man kann in diesen Geräten auch unterschiedliche Kapazitäten laden. Ich entlade die Powerbank auch vierteljährlich und lade sie dann neu auf, weil es ihnen nicht gut tut, wenn sie überhaupt nicht entladen werden. Ich habe diese Faltpanels, das sind immer alle Kabel mit drin. Auch die Akkus, ich habe nur einen von diesen Powerbänken raus. Die Firma spielt keine Rolle, Hauptsache man hat ein oder zwei, die sind vorteilhaft, weil sie Ösen haben. Mit diesen Ösen kann man sie auch irgendwo aufhängen, befestigen. Die lege ich jetzt einfach mal zur Seite, weil hier drin ist wohl mit Sonnenlicht etwas schlecht. Also jedes Akkuteil durchmessen könnte man. Ich lade jetzt einfach alle auf, weil ich gesehen habe, dass viele schon bei 1 Volt sind, also eigentlich tief entladen. Diese kleinen
wasserdichten Verhältnisse. Das gibt es billig zu kaufen bei Amazon oder anderen Anbietern. Natürlich hier auch nochmal eins drin. In diesen Powerbanken, wie gesagt, da muss man nachschauen. Diese Powerbanken haben noch die Besonderheit, sie können gleichzeitig geladen werden, auch wenn sie andere Gegenstände laden. Beides hält auch weg, einen Ersatz kriegen hier. So, also der kaputte Akku. Das ist auch nichts anderes als eine kleine Powerbank. Das Besondere ist, hier kann man WLAN-mäßig bis zu 5 Geräte miteinander verbinden. Das heißt, wenn man dann wirklich mal zusammenkommt oder jeder hat ein Handy oder ein anderes WLAN-fähiges Gerät, so kann man diese hier vernetzen. Die Reichweite ist akzeptabel, aber auch das Teil werde ich aufladen müssen. So. Hier drin, da lade ich nicht so schnell nach, die gehen nicht so schnell kaputt, habe ich ein Notfallhandy mitsamt Ladegerät, kann man natürlich auch über USB laden, mit einer Bedienungsanleitung. Falls den Fall eintritt, dass man Smartphones mit eingebautem GPS lieber nicht verwenden sollte, ist das natürlich ein Ersatzgerät. Ja, jetzt würde ich fragen, die Kabel. Natürlich ist das nicht das Einzige, was ich im Kabel dabei habe. Ich habe hier noch wesentlich mehr drin, auch teilweise für den Tarpaufbau. Das sind Ringkarabiner. Aber hier drin sieht man dann nochmal Ladepeitschen, Ladekabel, Duct Tape, nochmal Ladeadapter, Sekundenkleber. Das ist eine Schieblehre, eine kleine. Dann sind da noch Sachen drin, ein Kopfhörer, ein Ersatzkopfhörer, falls mal einer kaputt geht. Hier nochmal ein Kabel, ein Reiseladeadapter, den verwende ich, wenn ich unterwegs bin, zum Aufladen. Etwas, um sich was umzuhängen, nochmal Ladeadapter, Taschenlampe. Die kennt ihr sicherlich schon, ist oft genug vorgestellt worden. Ist von Wautec eine relativ günstige. Und da hinten drin ist natürlich jetzt noch einmal, was soll das alles sein? Ist nochmal eine Powerbank. Ich habe mir die damals gekauft, weil es schon ein Solarpanel mit integriert ist. Lasst es. Das bringt gar nichts, das lädt das Zeug überhaupt nicht auf. Da könnt ihr stundenlang die Sonne drauf scheinen lassen und die Ladewirkung ist relativ gering. Gut. Dann habe ich noch mit Tüten verpackt, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sachen dabei. Das zeige ich euch gleich, was das ist. Das ist nochmal ein Kopfhörer, ein Mikrofon, ein Stereo-Mikrofon. Ich habe auch immer ein Diktiergerät dabei. Falls mal der Sound, wo wir jetzt haben. Hier ist es relativ gut, der Sound. Schön mit dem Handy. Da hatte ich keine Probleme. Vorher hatte ich eine Spottkamera. Die macht so 60 FPS. Aber leider ist der Ton mies. Hier habe ich noch etwas dabei. Ein Ladeadapter von 12 Volt, also Batteriespannung des Kfz. Auf Laptop in verschiedensten, kann man einstellen, verschiedensten Spannungsbereichen mit verschiedensten Ladestecker. Den Laptop habe ich nicht dabei, der ist schon an unserem sicheren Ort. Vieles von diesen Sachen nehme ich nicht mit, weil ich brauche nicht immer alles dabei. Was wir noch haben, was ich auch prüfen muss jedes Mal, davon haben wir eigentlich 4. Das sind kleine Sprechfunkgeräte mit einer geringeren Reichweite, also ein CB-Funkgerät, aber brauchbar. Und so wie es aussieht, sind die Akkus leer. Normalerweise lasse ich die auch nicht im Gerät, sondern ich entferne die immer. Ich lege sie erst bei Bedarf ein, aber ich habe die erst vor kurzem gebraucht. Deshalb sind sie noch drin. Und leider habe ich vergessen, sie zu laden. Mache ich normalerweise immer gleich, wenn ich nach Hause komme. Dann lade ich die wieder auf. Also nochmal Akkus. Aber ich halte jetzt für den Fall der Fälle nochmal 6 Ersatzakkus dabei.
die man jetzt auch dann nochmal prüfen müsste, ob sie geladen sind oder nicht. Von euch zwei Sets. Wenn ihr euch sowas kauft, kauft euch es immer auch mit der Möglichkeit, dass ein Headset dabei ist. Kopfhörer und Mikrokombination. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr unterwegs seid, eigentlich nicht auffallen wollt und dann schreibt euch das Funkgerät an. Da drin sind auch nochmal Ladestecker für 220 Volt, die ich allerdings ja, draußen ja schlecht einsetzen kann. Aber nochmal ein Adapter für die Ladespannung vom Kfz. Das sind die alten G5 Geräte, nicht die G7. Midland G5 XT. Wie gesagt, davon habe ich zwei Stück, weil wir ja in einer Gruppe unterwegs sind. Allein wir in der Familie sind schon fünf Leute. Und ich habe gern Redundanz, sprich wenn eins ausfällt, dass ich da nochmal eins habe. Ja, dieser schöne grobige Kasten, da schiebe ich jetzt mal alles auf, das auf die Seite hier. Dieser kleine grobige Kasten enthält auch wieder luftdicht verpackt Dinge, die ich für mich als wichtig erachte. Zum einen Kindle E-Book Reader und natürlich auch wieder eine Powerbank, das entsprechende Kabel dafür. Und auf diesem E-Book Reader habe ich neben Fachliteratur aus dem Bereich Preppen auch Literatur zu allen möglichen technischen Bereichen. Ja, scheint noch voll zu sein. Werden wir gleich sehen. Aber auch Unterhaltungsliteratur. Wenn man mit einer Familie unterwegs ist, vor allem wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist es auch sinnvoll, irgendwie Todzeit überbrücken zu können. Kinder kann man auch was vorlesen oder man kann selbst einen Roman lesen. Die Bibel ist auch drauf, auch wenn ich kaum glaube, dass wir sie lesen werden. Ein Anatomielexikon. Etliche Bücher zur Ersten Hilfe oder zur Wundversorgung. Wie gesagt, das alles drauf. Pumpenbau, Reparaturen von Motoren, also alles Mögliche habe ich hier angesammelt. Können wir gleich mal schauen, ob die andere Powerbank voll ist. Die scheint leer zu sein. Die ist voll. Dann habe ich hier einen Radio drin. Ein Radio, der über Batterien funktioniert. Das ist ein Scanner, der von Langwelle bis zur Ultrahochfrequenz, also 1,8 GHz, empfangen kann. Der hat auch viele, viele Funktionen. Da kann man durch die Sender durchlaufen lassen. Machen wir mal kurz an. Im Moment jetzt schon mal Musik. Einen MP3-Player und drunter noch einige Karten, denn der hat so ein Kartenfach, in dem man auch noch MicroSD-Karten einstecken kann. Da sind Lieder drauf, Podcasts und natürlich wieder Kabel. Auch da schaue ich alle Vierteljahr nach, ob alles noch in Ordnung ist. Jetzt kann man natürlich auch mit den überall vorhandenen redundanten Kopfhörern anhören. So, da habe ich noch was dabei. Ein CD-Funkgerät von Midland, auch mit Kfz-Adapter für 12 Volt, eine Batteriebox, auch ein Headset mit Mikrofon. Das Gerät selber ist hier drin. Da ist auch die Kurzantenne drin, ich habe noch eine längere Antenne und eine Wurfantenne, Stäbelmessgerät etc. Nur das nehme ich nicht mit, das ist wenn dann für den Aufbau vor Ort gedacht. Das ist auch schon am sicheren Ort untergebracht. Das Schöne bei den Mittelgeräten ist, man kann sie, die neueren zumindest auch, verwenden mit
im Dualmodus, das heißt, man sendet auf einer Frequenz, empfängt auf der anderen. So kann man Relaisstationen benutzen. Ich habe selbst so eine Relaisstation dabei, die man aufbauen könnte, wenn man irgendwo länger bleibt, um so ein bisschen mehr Distanz zu machen. Die wird auch per USB betrieben. Da läuft jetzt im Scan-Modus durch. Sieht aber von den Batterien her gut aus. Da ist jetzt die Hacke auf. So, das wäre so das Equipment, das ich von der Wix dabei habe. Natürlich fehlen da noch Stirnlampen, die funktionieren auch alle mit AAA-Akkus. Die Maultaschenlampen funktionieren mit Doppel-A und der hier scheint voll zu sein, weil die Powerbank immer wieder ausgeht und nicht auf Lademodus geht. Ja, das ist sowas, was ich jetzt eigentlich dabei habe, aber nur ein Teil davon ist wirklich beim Outback. Der andere Teil ist schon vor Ort untergebracht. Im Bug Outback kommt auf jeden Fall das mit, das Funkgerät. Eines dieser kleinen Funkgeräte, diese Tasche hier, in der der ganze Kleinkram drin ist, mit Zapptaschenlampe. Die nimmt nicht viel Platz weg, die kommt auch mit dazu. Von diesem nehme ich nur einen Ersatzstreifen mit. Und ein Ersatzstreifen von denen, der dann natürlich voll belegt ist, wie der hier. Ja. Und dann hoffe ich, dass ich damit einigermaßen rumkomme. Es gibt sicherlich noch Möglichkeiten zu ergänzen oder auch Möglichkeiten, was wegzulassen, um ihnen Platz zu sparen, Gewicht zu sparen. Aber ich bin eigentlich mit dem Setup sehr gut zufrieden. Die Solarzellen liefern genug Strom, dass ich meine, da sind ja auch Akkus drin, meine Akkus in diesem Gerät hier auch wieder nachladen kann. Und so habe ich eigentlich immer Energie. Hier zu Hause haben wir nochmal eine Solarbank, die mir ein Kfz-Batterie auflädt. Mit der lade ich im Sommer dann immer die Geräte, brauche dann auch keinen Strom von der Steckdose. Ist zwar wenig, aber es läppert sich im Jahr. Wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein. Wenn ihr Ergänzungen, Ideen habt, was man noch machen könnte, was man noch mitnehmen könnte, schreibt mir einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.